Die Zinsen explodieren, die Immobilienpreise sind immer noch sehr, sehr hoch. Und da stellt sich doch die Frage, wer kann sich das heute überhaupt noch leisten? Und darüber möchte ich heute in diesem Video so ein bisschen mit euch philosophieren, auch angelehnt an das Video, was ich vor ein paar Tagen veröffentlicht habe, weil da habe ich euch ja mal ausgerechnet, wie viel müsst ihr denn eigentlich verdienen, um ein Darlehen von 400.000 Euro zu bekommen? Und da kamen sehr viele Reaktionen von euch, auch teilweise emotionale Reaktionen, was ich absolut nachvollziehen kann. Und lasst uns heute da einfach ein bisschen drüber sprechen, wenn euch das interessiert. Bleibt auf jeden Fall dran. Mein Name ist Kai Senfleben. Herzlich willkommen hier im Baufi Lab. Mitte Oktober habe ich ja ein Video veröffentlicht, wo ich euch auch mal so ein bisschen ausgerechnet habe, was müsst ihr denn an Haushaltseinkommen mitbringen, um ein Darlehen von 400.000 Euro von der Bank zu bekommen? Und ich bin mir ganz sicher, dass die Antwort darauf viele von euch so ein Stück weit geschockt hatte. Wir hatten ausgerechnet, dass, ja, ich sag mal, mindestens grob 4.200 Euro Haushaltseinkommen da sein muss, damit es gerade so irgendwo reicht. Aber für eine, ich sag mal, gesunde und solide Finanzierung solltet ihr doch deutlich über 5.000 Euro Haushaltseinkommen mitbringen, damit das möglich ist. Und in der Tat, da haben viele von euch auch darauf reagiert und ich höre es ja auch immer wieder in meinen Kundengesprächen, wo mich Kunden fragen, wie kann das sein, dass ich keinen Kredit bekomme und gefühlt jeder, den ich kenne, kriegt ohne weiteres Darlehen, ohne dass da irgendwelche Probleme gefühlt da sind. Und da kann ich euch beruhigen, also diese Reaktion oder diesen Anschein, den gibt es sehr oft und der entspricht aber nicht der Realität. Weil in der Tat ist es so, dass gerade heute jetzt mit den gestiegenen Zinsen, aber auch schon im letzten Jahr, wo die Zinsen deutlich günstiger waren, viele Banken einfach keine Kredite vergeben haben. Ne? Also auch im letzten Jahr war es so gewesen. Die Banken wussten ja, wir haben ein sehr niedriges Zinsniveau und die Banken mussten natürlich auch mit rechnen, was passiert, wenn jetzt während der nächsten Jahre das Zinsniveau ansteigt, ist mein Kunde da immer noch in der Lage, dann sich auch eine Anschlussfinanzierung zu leisten, weil in der Tat ist es ja so, dass so eine Baufinanzierung meistens auf 10 oder 15 Jahre abgeschlossen wird und danach wird neu verhandelt und wenn der Zins dann eben nicht mehr bei 1%, sondern bei 5 oder 6% liegt, dann kann sich das nicht mehr jeder leisten. Und das haben auch im letzten Jahr die Banken zumindest ein Stück weit schon in der Kreditprüfung mit berücksichtigt. Aber, und da muss ich auch ganz offen sein, ich glaube nicht, dass die Banken mit so einem krassen Anstieg gerechnet haben, wie wir es heute sehen. Und ich muss auch meine eigene Meinung zu dem Thema ein Stück weit revidieren. Wenn ihr mich nämlich jetzt so Anfang des Jahres oder auch so, ich sag mal so im März, April gefragt hättet, was ich jetzt erwarte, wie in Zukunft der Immobilienmarkt aussieht, gerade was Anschlussfinanzierer angeht, dann hätte ich euch wahrscheinlich gesagt, naja gut, also zum einen ist es so, die Banken haben schon Zinssteigerungen mit berücksichtigt. Zum anderen ist es so, dass ja auch in 10 oder 15 Jahren einiges getilgt ist und selbst wenn jetzt die Rate höher ist, gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass man sagt, gut, man geht vielleicht von der Tilgung entweder nochmal runter oder man muss einfach ja, Zähne zusammenbeißen und einfach vielleicht sich selbst ein bisschen zurücknehmen, um seine eigene Immobilie halten zu können. Und tatsächlich ist es ja auch so, Immobilieneigentum, zumindest wenn es jetzt selbstgenutzte Immobilie ist, dann ist das den Deutschen ja sehr, sehr heilig und dann würde man sich verbiegen, um diese Immobilie halten zu können. Wo ich jetzt selbst aber nicht mit gerechnet habe und wahrscheinlich kaum jemand, wie schnell innerhalb von kurzer Zeit eben das Zinsniveau nach oben geschossen ist. Und wenn wir uns jetzt mal so ein Stück weit die Zinsentwicklung der letzten Jahre anschauen, also heute ist es so, wir sind zwar heute teurer als vor 10 Jahren, also die Menschen, die jetzt vor 10 Jahren eine Baufinanzierung abgeschlossen haben, die müssen zwar heute mit der Anschlussfinanzierung ein bisschen mehr an Rate zahlen, aber es ist jetzt nicht so deutlich mehr, dass ich glaube, dass das einen Einfluss auf die Zahlungsfähigkeit von den meisten haben wird. Aber wenn wir jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, und zwar 2025 entgegenblicken, beziehungsweise uns anschauen, wie 2015, also 10 Jahre vorher,
die Zinsen ausgesehen haben. Da waren wir schon auf einem sehr niedrigen Level. Und wenn wir davon ausgehen, dass das Zinsniveau entweder so bleibt oder noch weiter steigt, was meines Erachtens sehr, sehr wahrscheinlich ist, dann werden 2025 viele Menschen tatsächlich große Probleme bekommen. Und das wird auch so der Schlüsselmoment sein, wo man gucken muss, was passiert dann mit dem Immobilienmarkt. Ich glaube nach wie vor, dass Immobilien in guten Lagen relativ stabil bleiben werden. Also mit relativ stabil meine ich, natürlich kann es sein, dass die Preise auch hier ein bisschen runtergehen, aber es wird keinen völligen Einbruch geben. Aber in C-Lagen, da wird es mit Sicherheit anders aussehen. Und da muss man halt ganz genau gucken, was wird da passieren. Ich glaube auch persönlich, dass das Thema Energieeffizienz zukünftig eine ganz neue Rolle oder eine ganz andere Rolle spielen wird, ne? Eben durch die gestiegenen Energiepreise werden Altimmobilien mit Sicherheit Werteinbrüche erleben. Ich glaube, man wird ganz deutlich unterscheiden zwischen Neubauten und Altimmobilien, weil Neubauten mit einem gewissen Energieeffizienzstandard immer gebaut werden müssen. Ja, das ist ja gesetzlich vorgegeben. Das heißt nicht, dass es ein KfW-Standard sein muss, aber es gibt gewisse Vorgaben, wie ein Neubau eben gebaut werden muss. Da glaube ich, dass zumindest auch hier, wie gesagt, in guten Lagen relativ stabil das Ganze bleiben wird. Also wie gesagt, ich rede jetzt nicht von kleinen Rückgängen, ne? Die sehe ich schon, aber eben nicht von dem Totalcrash. Ja. Aber um nochmal zurück zum Thema zu kommen, es wird super spannend, was 2025 passieren wird und wie viele Immobilien dann eben wieder auf den Markt geschwemmt werden. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass je höher die Zinsen steigen, desto unattraktiver werden natürlich Immobilien auch für Kapitalanleger. Also das ist auch ein Thema, was man natürlich ganz klar hier beleuchten muss. Ja. Aber um zur ursprünglichen Frage auch zurückzukommen, wer kann sich denn heute überhaupt noch eine Immobilie leisten? Ne? Und in dem Video vor, wie gesagt, knapp ein, zwei Wochen, da habe ich ja immer vom Haushaltseinkommen gesprochen und ich sag mal, ein Großteil von euch werden wahrscheinlich als Einnahmequelle das ganz normale Nettoeinkommen haben, Lohn und Gehalt. Aber was ihr nicht vergessen dürft, es gibt natürlich auch viele Menschen, die haben noch andere Einnahmequellen, wie zum Beispiel aus Kapitalanlagen, also aus vermieteten Immobilien. Diese Mieteinnahmen, die kann man natürlich dann auch nochmal eben draufrechnen. Also wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem Ursprungsgedanken, so mindestens 5.000 Euro netto braucht ihr in unserem Beispiel, würde es jetzt theoretisch auch reichen, wenn ihr jetzt zum Beispiel nur 4.000 oder 3.500 Nettoeinkommen zu zweit habt und da eben da zusätzlich noch Mieteinnahmen generiert. Also das muss man halt auch immer sehen. Die Einnahmenquellen von unterschiedlichen Menschen sind auch unterschiedlich letztendlich. Wenn man schon Immobilienvermögen hat, macht es natürlich insgesamt auch einfacher, weil man da eventuell den potenziellen Banken auch zusätzliche Absicherungen bieten kann. Beispiel jetzt Zusatzobjekt, habe ich vor einiger Zeit mal ein detailliertes Video gemacht, das verlinke ich euch gerne mal hier oben, könnt ihr mal draufklicken, könnt ihr euch mal anschauen, verlinke ich auch nochmal in der Endcard und in der Videobeschreibung. Sowas macht es dann auch nochmal einfacher, eine Immobilie zu finanzieren. Also generell, dass heute sich niemand mehr eine Immobilie leisten kann, das ist heute einfach nicht der Fall, ne? Also um Gottes Willen, sonst hätte ich als Baufinanzierungsberater auch ein Problem. Und in der Tat ist es so, dass auch heute ich noch jede Menge Anfragen habe für Finanzierung. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, also ich als Baufinanzierungsberater spüre natürlich schon, dass wir seit, ich sag mal, Mitte des Jahres einen deutlichen Rückgang jetzt in den Anfragen haben und dass ich auch vermehrt meinen Kunden sagen muss, okay, eine Finanzierung ist hier einfach nicht möglich, weil es für dich einfach mit einem zu hohen Risiko verbunden ist. Was natürlich immer der größte Hebel ist, um eine Finanzierung auf solide Beine zu stellen, ist das Thema Eigenkapital. Von daher ja, kann ich jedem jungen Menschen vor allem empfehlen, frühzeitig eben Kapital anzusparen, weil dieses Eigenkapital euer Risiko bei einem Immobilienkauf, also wenn ihr das mit einbringt in die Finanzierung, a deutlich reduziert. Und in dem Moment, wenn ihr euer Risiko reduziert, reduziert ihr auch gleichzeitig das Risiko für die Bank und bekommt auch deutlich bessere Zinsen. Und die Zinsunterschiede sind hier deutlich. Also es macht einen riesen Unterschied, ob ihr den Kaufpreis komplett finanzieren müsst
oder ob ihr nur 80% finanzieren müsst. Da haben wir teilweise Zinsunterschiede von einem ganzen Prozent und in Euro macht das brutal viel aus. Und das hat zwei Vorteile, also quasi einen doppelten Vorteil für euch. Zum einen ist es so, ihr müsst weniger Darlehen aufnehmen, was für euch insgesamt weniger Zinslast bedeutet. Und ihr habt zusätzlich für diesen Teil auch nochmal einen günstigeren Zins, was die Zinslast nochmal und somit auch die Rate reduziert. Und es ist halt einfach für euch eine deutlich sicherere Sache, wenn ihr eben hier viel Eigenkapital mit einbringen könnt. Aber das kann halt nicht jeder, das muss man auch ganz klar sagen. Und Stand heute würde ich als Berater tatsächlich jedem davon abraten, eine Immobilie zu kaufen, der vielleicht das gerade mal so hinbekommt, die Nebenkosten zusammenzukratzen und den Kaufpreis komplett finanzieren muss. Mich würde mal interessieren, was ihr so zu dem Thema denkt. Das ist heute, glaube ich, ein ganz tolles Video. Es ist heute auch mal so ein bisschen anders als meine normalen Videos, weil ich heute einfach mal so ein bisschen also mit euch ins Gespräch gehen möchte. Halte hier zwar jetzt einen kleinen Monolog an der Stelle, weil ihr nicht direkt auf mich reagieren könnt, aber ihr könnt es im Nachgang tun und zwar über die Kommentarfunktion. Und ich möchte dieses Video wirklich nutzen, um da mit euch auch in den Austausch zu gehen. Tauscht auch gerne untereinander mal eure Gedanken zu dem Thema aus. Nutzt die Kommentare, das wäre wirklich große Klasse. Und ich denke, dass ich vielleicht dann in ein paar Wochen auch nochmal direkt auf die Kommentare unter diesem Video eingehe. Weil das ist ein super spannendes Thema, wie ich finde. Also super spannend, aber auch für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen beängstigend. Und ja, von daher lasst uns gerne da gemeinsam mal in den Austausch gehen. Und meine ganz persönliche Bitte, ihr wisst, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ihr unterstützt mich in dem, was ich tue, am besten damit, dass ihr einfach ein Abo auf diesem Kanal da lasst. Kostet euch nichts, am besten noch ein Like da lassen. Und damit motiviert ihr mich einfach, dass ich auch zukünftig interessante Videos zum Thema Baufinanzierung mache. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon aufs nächste Video. Bis dahin, macht's gut.